Spannendes aus der Liga. Für Sie kommentiert von Frank Buschmann und Manni Beugmann. Das könnte ein Knüller werden. Der Tabellenführer empfängt den Tabellenvierten. Wird der Favorit heute eine Niederlage kassieren oder geht der Marsch in Richtung Titel weiter? Zweikampf. Und der Schiedsrichter tut gut daran, gleich zu Beginn ein Zeichen zu setzen. So, jetzt gibt es hier Freistoß. Ganz, ganz, ganz knapp daneben jetzt. Und das war eine Riesengelegenheit. Ui, das war ja noch knapper, als es aussah. Respekt vor dem Schützen. Ein Raunen geht durch die Arena. Durchaus verständlich. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Oh! Auwei, der schlägt die Flanke genau auf den Verteidiger. Können Sie die Flanke verwerten? Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Sören Brandy. Back. Jetzt eine gute Flanke. Er ist einfach zu früh losgelaufen und zwar ins Abseits. Parensen. Einwurf. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt ist er und ein Tor, ein Tor, ein Tor. Dafür bin ich im Stadion. Was für ein Tor. Überragend und vor allem die Vorarbeit habe ich selten gesehen. Köhler. Sören Brandy. Quiring. Ja, da hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt und sich gleich den Ball zurückerobert. Jetzt wird es Möglichkeit jetzt. Geht er rein? Und er ist drin. Jetzt müssen Sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. Quiring. Köhler. Parensen. It's back. Kleine Rangelei um den Ball. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Pass geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen.
Super, wie er diesen Ball noch rausholt. Und hier nochmal die Wiederholung dieser Parade. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Köhler. Parensen. Jetzt muss er ihn reinspielen. Also die Chance hat er vertan. Sofort abgezogen und... Jawohl, der fliegt genau in die Arme des Torhüters. Köhler. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Quiring. Köhler. Die Flanke kommt gut. Klare Sache, Einwurf. Quiring. Sören Brandy. Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Das war schon immer ein trügerisches Ergebnis, aber es sieht komfortabel aus. Halbzeitstand 2:0. Der Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Jetzt müsste er flanken. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Das war eine schöne Idee, der Steilpass, aber es hat nicht funktioniert. Ein Traumpass. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Der Ball ist im Aus, Eckball. Ja, entscheidet auf Einwurf. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball.
wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Parensen. Also ich habe das Gefühl, da ist Unsicherheit drin. Die Nervosität ist bis hier oben zu spüren. Und Abstoß ist die logische Folge. Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Es gibt so Tage, da geht überhaupt nichts zusammen. Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt noch was machen kann, dann ist es, einen frischen Spieler einzuwechseln. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Parensen. Das war eine faire Aktion. Parensen. Eigentlich ein gut vorgetragener Spielzug, aber dann auch gleich der Ballverlust. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Da springt er wie ein Springbock und die Grätsche geht ins Leere. Gutes, schnelles Passspiel. Herrliche Flanke. Versucht's per Kopf. Der ist drin. Ein grandioser Kopfball. Wie aus dem Lehrbuch, Manni. Was soll man da in der Verteidigung machen? Vielleicht zwei, drei Basketballer verpflichten, so hoch wie der springt. Ein sensationelles Tor. Und jetzt wirft er hier alles in die Waagschale. Alles oder nichts. Drei frische Spieler auf einen Streich. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Parensen. Quiring. Ball im Aus, Einwurf. Sören Brandy. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Stürmer bereiten sich vor, die Abwehrspieler auch. Es gibt Eckball. Und jetzt wechseln sie. Die Anziehungskraft der Erde hat versagt, er bleibt oben. Muss Einwurf geben. Ja, da schaut er sich nach Hilfe um. So sieht das der Trainer gern. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht.
Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Schöne Flanke, aber der Gegner passt auf. Peter attackiert. Nemetz. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Sie sehen es, der Spieler ist enttäuscht, aber im Prinzip ist er zu seinem Besten. Denn wenn er hier noch eine Karte bekommen hätte, dann wäre er im nächsten Spiel gesperrt. Und das ist unter dem Strich noch ärgerlicher. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Sören Brandy. Rani Khedira. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen.